Herzlich willkommen zurück, Leute, zu einem neuen YouTube-Video. Heute gibt es wieder ein Quiz für euch. Das dritte, beziehungsweise das zweite richtige. Wir hatten ja zuerst, welches Spiel ist das? Beziehungsweise wo, auf welcher Map, in welchem Spiel ist das? Danach hatten wir ja, ist das ein Pokémon oder nicht? Und dann kam, welchen Charakter suchen wir eigentlich? Das Ganze in unterschiedlichen Etappen. Wurden drei Bilder von dem Charakter gezeigt, erst sehr nah rangezoomt. Dann ein kleines Detail ein bisschen weiter weg und dann der Charakter an sich. Anhand dessen wurden halt auch Punkte verteilt. Ich hatte als Mitspieler Asmugel und Wirt so ein bisschen auf dem Schirm gehabt, dass die gegeneinander spielen. Wollte aber noch mehr Mitspieler haben und Vex hatte geflext, indem er mir geschrieben hatte, wenn du nochmal ein Gaming-Quiz machst, dann musst du mich unbedingt einladen. Ich bin super krass, ich kenne alles und so weiter. Da Dadosh auch mitmachen wollte, habe ich die beiden in einem Team gepackt, damit es fair ist. Ich dachte eigentlich, dass Dadosh das Handicap ist und Vex das Ganze rausholt. Seht selbst, dass die beiden ein Team waren, dass Angelo und Wirt alleine spielen mussten. Das hat überraschend gut funktioniert, das war wichtig. Nichtsdestotrotz wünsche ich euch eine ganze Menge Spaß, auch beim Mitraten. Ihr könnt gerne auch mitraten und schauen, ob ihr alle Charaktere erkennt. Da sind ein paar schwierige Sachen dabei gewesen. Ansonsten würde ich mich extrem darüber freuen, wenn ihr das ganze Video auch ein bisschen supporten könnt. Lasst gerne ein Like da, ein Abo, ein Kommentar, würde mich auch sehr freuen. Das ist nicht das, was irgendwie in greifbarer Ferne ist, aber mein Traum wäre es irgendwann, wenigstens die 500.000 Abos auf YouTube voll zu machen. Wir sind, glaube ich, seit 3 Jahren auf 480.000. Aber wenn dieser Meilenstein irgendwie noch mal irgendwann klappen sollte, wäre ich sehr, sehr happy. Ansonsten, eure Kommentare unter den letzten Videos helfen mir wirklich sehr. Das ist super, super nice, mal wieder mit euch zu interagieren, Kommentare zu lesen. Und ja, ihr helft mir damit auch wirklich sehr. Ich hoffe, dass ihr Spaß bei den Quizformaten habt. Ich arbeite immer weiter Sachen aus, also was Fragen angeht. Technisch wird das natürlich auch immer ein bisschen besser. Wird jetzt auch noch so sein, dass die Reihenfolge der Kameras 1, 2, 3, 4 und bei dem Antworten 1, 2, 3, 4 ist. Das heißt, da müsst ihr euch noch einmal dran gewöhnen. Schauen wir, dass es beim nächsten Mal weg ist. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Quizformat und hoffe, wir hören uns beim nächsten Video wieder. Okay, also es ist ganz simpel. Und zwar, wie heißt der Charakter, ist das Quiz heute. Ich habe 30 Charaktere vorbereitet. Ich habe darauf geachtet, dass ich würde es als relativ simpel einstufen. Nicht ganz einfach, aber ich glaube, man kennt alle Chars. 2 sind sehr schwer, aber der Rest ist machbar. Und das Ganze ist aber in 3 Stufen eingeteilt. Ihr werdet am Anfang nur einen ganz kleinen Ausschnitt sehen. Oder ein Gadget oder einen markanten Gegenstand des Charakters. Oder was auch immer. Oder ein Körperteil oder ein Klamottenteil. Und wenn ihr es schafft, beim ersten Bild den Charakter zu erraten, bekommt ihr 3 Punkte. Schafft es erst beim zweiten Hinweis, den Charakter zu erraten, bekommt ihr 2 Punkte. Und schafft es, den Charakter zu erraten, wenn man ihn komplett sieht, dann bekommt man 1. Ich werde immer so ein bisschen schauen, wie ihr so reagiert, ob einer von euch eine Ahnung hat. Und ich schalte dann immer weiter. Abhängig davon, wann ihr buzzert und mir die richtige Antwort gebt, bekommt ihr dann 3 bis 1 Punkt. Wenn ihr falsch liegt bei 3 Punkten, verliert ihr aber auch 3. Das heißt, es ist High Risk, High Reward. Also wenn ihr direkt beim ersten Bild buzzert, gebe ich euch auch -3 Punkte. Aber wer es weiß, kriegt halt auch einfach 3 Punkte. Ihr könnt ins Minus gehen. Das heißt, die 0 Punkte retten euch erstmal nicht davon, einfach mal ein bisschen was zu riskieren. Aber alles in allem, glaube ich, ist das machbar. Also in der Hinsicht ist es. Ich bin noch nicht so geübt da drin, was ich nehmen soll. Es ist jetzt nicht so, dass ich den drittunbekanntesten Charakter aus einem Spiel mit 200 Chars genommen habe oder so. Also, es sind Charaktere, die ihr wahrscheinlich alle schon mal gesehen habt. Ob ihr die Random Namen Genshin kennt, weiß ich nicht. Muss man immer den ganzen Namen sagen oder reicht es auch, den Vornamen zu sagen? Ich werde das bei Sachen, also wenn es mir wichtig ist, Vor- und Nachname zu haben, werde ich das sagen. Wir aber meistens, lange, ja? Also ich sag das vorher. Also ich sag vorher, bei dem Charakter möchte ich Vor- und Nachnamen haben. Okay. Oder so. Also, das kriegt ihr schon mit. Dein Stream wahrscheinlich wieder, also achso, ja, natürlich. Im Optimalfall solltet ihr den Chat ausmachen, weil der Chat wird alles immer wissen. Meinen Stream per se, wenn du ja, du streamst ja gar nicht, kannst du, glaube ich, offen lassen. Du siehst bei mir, glaube ich, nichts, was dir einen Vorteil gibt. Okay. Aber wie gesagt, Chat am besten aus, weil sonst der Chat wird es immer wissen. Dann können eure Chats für euch für sich auch mitraten.
Ja, ansonsten, genau. Ja, die sehen nicht so viel wie ich. Bilder großklicken oder so diesmal ja nicht, wenn du drei verschiedene Größen hast. Ja, also wenn, ihr könnt auf eurem Browser, wenn ihr euer, macht das ruhig, macht das Fenster, was ihr gerade zum Buzzern habt, ruhig ein bisschen größer, weil die Bilder werden euch auch darauf angezeigt. Also ihr seht auch die Hinweise darauf. Abhängig davon, wie groß ihr dieses Browserfenster habt, ist das Bild, was ihr seht, natürlich auch kleiner und größer. Zur Not könntet ihr sogar noch mit der Maus drüber gehen, falls das Bild besonders groß ist. Aber es ist bei manchen Chars nicht einfach gewesen, große und gute Bilder zu finden. Sagen wir so. So verpixelt ist es nicht, ja, aber es ist, es gibt wirklich, man denkt sich, wie kann es von dem Char denn keine Screenshots? Da muss noch AI unterhalten. ja, und ansonsten, wir werden die Punkte von Dadosh und Vex zusammenzählen. Wow. Ich erzähle euch auch, warum. So. Ich hatte Smoogle gefragt und wollte ein Smoogle ist für mich ein Variety-Spieler, der sehr, sehr viel auch in der, auch schon sehr, sehr viel gespielt hat. Und genau da ist Wirt der richtige Gegner für gewesen. Aber wollte ich wollte noch sagen, wen haben. Oh. Ja, nee, dann da wärst du ja auch drin. Und ich hatte Dadosh auch gefragt, wie er sich da sieht. So, wenn es um Charaktere geht. Und Dadosh hat gesagt, er ist, ja, geht so. Und Vex hatte mir geschrieben, ich zitiere, und wenn du irgendwann noch mal so ein Quiz über Videogames machst, erwarte ich eine Einladung. Ich habe beim Videospiel Wordle mit Bildern eine Gewinnrate von 60 zu 3. Und das, das werden wir heute mal rausfinden. Okay. Was ich euch aber sagen kann, ist, nicht, dass ihr euch nicht traut, bei dem ersten Bild zu buzzern sozusagen. Es gibt sehr wenig Baits. Also ich versuche euch nicht zu verarschen. Somit, ne, ich will jetzt kein Beispiel nennen, aber ihr werdet es wahrscheinlich, könnt ihr euch bei vielen Sachen was vorstellen. Es ist meistens sehr straightforward. Es gibt vielleicht zwei Fallen, in die man tappen könnte. Ich weiß auch, wenn ich es nicht weiß. Okay. Wir fangen einfach mal an und dann können wir nochmal, wir machen einfach die erste Runde und dann können wir nochmal quatschen. Aber, Okay. Ich erwarte viel. Also wir fangen mal an. Ich möchte hier ganz einfach den Namen wissen, das Spiel ist mir nicht wichtig. Ein erster Hinweis. Wen suchen wir denn? Also darf man reden oder so? Also ihr könnt reden. Ja. Gebt auch gerne Tipps. So, den anderen Leuten also. Tipps. Sehr gut. Ja. Das sieht auf jeden Fall nach einem Spiel aus. Aus Deutschland. Aus Deutschland? Aus Deutschland? Kann nichts Japanisches sein, auf jeden Fall nicht. Warum? Muss an Reindeer denken. Die haben da drüben noch keine Stöcke erfunden. Ah, ja. Lasst euch nicht von Vex immer ablenken. Ja. Was ist das Herz da? Das Herz sieht ein bisschen komisch aus. Ja, Karten. Aber ich finde das gut. Ich finde, es geht in die richtige Richtung. Genau so stelle ich mir das vor. Ich gebe euch mal ein zweites Bild. Drück auf den Buzzer, Junge. Wo ist der Buzzer? Ich hab ein Bild. Da ist das Gesicht. Nein, du musst die Seite offen haben, wo du in den Raum reingegangen bist. Wir sind im Team, ich buzzer für dich. Okay, Multiversus. Ja, das habe ich auch gesagt. Ja, aber wie heißt denn der Charakter? Du musst antworten in 3 Sekunden. 3, 2, 1. Wie heißt der Charakter jetzt? Dragonviech. Nein, ich gebe es wieder frei. Und ich gebe euch mal minus 2 war das. Okay, aber Angelo, Wirt. Ganz kurz nochmal, bevor ich das aufmache, ich brauche nochmal ganz kurz die Seite. Ich habe den Buzzer nämlich nicht. Ich habe jetzt einmal die Kamera übers Ninja und dann habe ich das Quiz. Das ist der Link, ne? Also den ich als letztes in Stats gepostet habe, richtig? Also nur nochmal bei dir auch überprüfen. Das ist der Link, ne? Du hast ja den Buzzer. Yes. Playroom, yes. Genau, aber bei mir steht ja auch nur, da steht Playroom und teilnehmen. Also das ist ja, du musst ja auch teilnehmen. Ja, also du musst ja deinen Charakter. Ja, aber wie kann das denn sein, wenn du. Also du bist ja hier. Ja, ich hab's. Alles gut, ich hab's gefunden. Alright, und, passt. Ja, und Vex? Also Angelo, du hast. Okay, pass auf, Angelo. Angelo, buzzer mal und ich geb's wieder frei. Yes. Wirt auch. Soll ich auch mal buzzern? Ja, mach einfach mal. Und Vex auch nochmal. Okay, das funktioniert. Zwei Punkte. Warum hat er -2 Punkte? Was denkst du? Okay, ich nehme an. Ich muss auch -2 kriegen eigentlich. Nein, wir zählen es ja zusammen, dann hättet ihr -4. Okay, also ich nehme mal an, ihr wollt nicht drücken, dann zeige ich euch doch mal ein Bild. Wer ist es denn? Der Unique-Charakter. Ja, wie heißt er denn?
Ja. Hamilton. Rehnhund ist richtig. Rehnhund. Ja, Rain Dog, glaube ich sogar auf Englisch oder so, aber Rehnhund ist es. Rehnhund. Ja, danke. Ich muss mir das aufschreiben, dass es um Namen geht und nicht um Spiele. Du hast das die ganze Zeit geübt, sagst du. Ja, ich hatte es vergessen, da war die Euphorie schneller als ich. So, und jetzt wisst ihr auch, warum die zusammenspielen. okay. Ich möchte noch kurz bei mir im Chat sagen, weil du den wer aus hast. Kannst du weg sagen, dass man bei ihm onstream nicht sieht? Was? Aber ich sehe in OBS alles. Vielleicht trollt er dich. Soll ich mal bei dir gucken? Kannst du ja machen, ja. Also bei mir in OBS. Okay, du wirst getrollt. Ich glaube, er sieht nur nicht. Sein Flash Player nicht installiert. Also. Gut, okay, dann. Gut, dann haben wir es. Also ich dachte gerade. Dann haben wir es. Wir haben, also Regeln sind klar. Ja, okay. Ne? Wir haben alles verstanden. Ja. Perfekt. Okay. So, das war eine Proberunde, ne? Schön. Ja. Wir gehen in Runde 2. Wer ist das? Nice Attempt. Okay. Es ist Hanzo. Ist das Hanzo? Ja, das ist Hanzo. Das ist Hanzo. Das ist Hanzo. Der ist tätowiert mittlerweile, das wusste ich gar nicht. Der hat doch immer so ein Dragon-Tattoo gehabt. Aber hat das wahrscheinlich erst fertig bekommen jetzt. Ich hab seinen Nippel gezeigt, ne? Overwatch 1 hätte ich vielleicht gesehen. Oh. Mann, ey, weg. Ach, ey, das ist ein Spiel, das ich nicht spiele, okay? Okay, man sieht bei Vex die Bilder nicht. Die Bilder soll man sehen? Oh ja, das. Oh, okay, ja. Sieht man bei euch die Bilder? Jetzt ist die Frage, Vex, hast du wirklich den richtigen Link ins OBS getan? Ich glaube nicht. Du musst deine Browser Source einmal neu laden. Du machst im OBS rechtsklick drauf auf die Browser Source und dann kannst du ja. ganz unten Cache der aktuellen Seite aktualisieren und dann Browser bei Szenenaktivierung aktualisieren und so weiter. Einmal kurz aus und wieder anmachen. Mhm. Jetzt sieht man die Gesicht. Nice. Jetzt sieht man alles. Okay. Wie viele Punkte gibt es beim ersten Mal? Ja, 3 Punkte kriegst du. Ach, sehr gut. Ach, Moment, du hast ja Ren und meine. Oh, guter Punkt. Oh, okay. Ich will schon ernst. Okay, ich verstehe. Gut. Gehen wir weiter. Mhm. Wer ist das? Ah! Oben noch zuerst. Du bist du leuchtest. Oh, ach so. Okay, Darsch, ich weiß schon mal, das ist ein Borderlands-Charakter. Du antwortest mir in 3, 2, 1. Tiny-Tina. Das ist. Tiny-Tina. Bitte gut. Ich bin mir so unsicher wegen dem Hut. Gut. Gut, well done. Ziemlich gut. Ja, das zweite Bild ist mit den Würfeln nicht, aber schon stark beim ersten erkannt. Borderlands, der Borderlands-Stil ist natürlich. Der Hase, ne? Ja. Nicht schlecht. Aber das war eine gute. Aber wie sieht's denn damit aus? Oh, nein! GLaDOS. Ist das GLaDOS? What the heck? Ja. Das war so schnell. Genau, das ist fucking Kabel! Alter, was? Ey, ja, der war nur eine Sekunde schneller als ich, okay? Das entspannt euch. Du hattest es auch gewusst? Ja, yeah. Alter. Also nicht übel, aber genau so habe ich mir das schon gedacht. Also man erkennt viele Charaktere, aber das ist das erste Bild. Was war das? Da war ja nur ein paar Kabel. Kabel. Ja, Kabel, ja. Das einzig wahre Kabel war das. Ja, genau. Das Lebenskabel. Gut. Dann haben wir jetzt hier alles auf dem Schirm. Aber könnt ihr euch auch vorstellen, wer sich hier hinter verbirgt? Nee, ich wollte drücken. Darf ich? Cyclops? Das ist... falsch. Warte, jetzt habe ich Angst noch mit Minus. Scheiße, darf ich nochmal? Nein, du darfst nicht. Du darfst nicht. Warte, ich riskiere. Vegeta? Ja. Ist das? Ja, es ist Vegeta. Ja. Vegeta? Ja. Scheiße. Gute Arbeit, Dadosch. Jetzt nicht mehr Minus. Endlich 0 Punkte. Plus. Ich hab Plus. Oh, sogar ein Punkt. Ja, das war. Perfekt. Das war gut, ey. Wow, hätte ich auch nicht erwartet. Das ist halt Anime, da komme ich noch ein bisschen mehr klar. Anime-Charaktere könnten wir machen. Das ist ja Dragon Ball Fighter. Also ist ja, wir sind ja noch in einem Spiel. Ja, ich nicht. Ja. Mm.
Interessant, ich dachte wirklich, du drückst und sagst mir direkt Vegeta gerade. Dachte ich auch. Ich war dann ja, einfach unsicher, ey. Ich dachte, du drückst und sagst falsch. Also dadurch jetzt. Hm. Ach so. Aber ja. Okay. So. Aber. Mann, ich bin on fire, ey. Wer ist das? Oh. Wer jetzt? Das ist leider falsch. Oh nein. Oh mein. Oh. Ist das ein Leak-Charakter? Ich glaube, das ist. Ist das ein Fallout-Charakter? Oh nein. Fallout, nee. Oder irgendwie so. Wir gehen. Fallout. Wenn ihr drücken oh, wollt, dann drückt da gerne schnell. Ansonsten gehen wir mal ein Bild weiter. Ich glaube, es ist eher Leak. Weiter Hinweis. Oh, es ist Juggernaut. Oh. Ah, ja, da kommt das Dota-Dolch raus. Das ist Juggernaut. Es war nicht Leak, aber ging in die richtige Richtung. Hast du Dota zu spielen für dich? Der hätte nie gewusst. Oh, Respekt, ja. Jetzt vom zweiten, ich glaube, ich hätte noch ein bisschen gebraucht, um drauf zu kommen, ey. Ich dachte, also bei der Maske, ich wusste nicht, was ich sonst so nehmen sollte. Die Maske ist halt unique. Ja, also ich würde zwar kennen, wer es gewesen aber der Charakter keiner. Ich hätte aber auch gedacht, dass dadurch das bei dem Gürtel sein, weil Dota ist ja das einzige Spiel, was er gespielt hat. Ich hab noch niemals mit diesem verdammten Gürtel angeguckt. Und außerdem habe ich verschiedene Skins und so. Also das, was immer ähnlich ist, ist wirklich eigentlich eher das Gesicht. Nice. Ne, Wirt ist bei minus 3, der hat hier einmal richtig. Okay. Also, bin gespannt, ob es nachher einen Charakter gibt, den wir alle nicht kennen, selbst bei 3. Ja, Bildern. Ich glaube schon. Ich doch. Aber wer ist das? Oh. Oh mein Gott. Ist das May? Das ist nicht May. Nein, das sieht nach einem anderen Game aus. Was, aber der, ja schon, okay, aber der Mantel oder sowas ist blau. Ja. Okay. Ich warte jetzt nicht. Ich will eigentlich nochmal drücken, aber ich traue mich nichts. Wir gehen mal aufs zweite Bild. Ich hab das Gefühl, könnte vielleicht. Oh, ich weiß es auch, oder? Ja, es können zwei verschiedene sein. Aber wer ist es? Ich sag, es ist Ezio Auditore. Ja, hätte ich auch gesagt. Ist das Ezio Auditore? Nein. Oh, nein. Ich hab's schon. Ich wollte es auch drücken. Oh Mann, ey. Ja, ich weiß, wer es ist. Ah, das ist die Falle. Oh. Von wegen, er baitet mich. Dann bist du baitet nicht. Was denn, Max? Das ist wirklich, ich hab, also... Nein, ich hatte Ezio möchte gesagt, denn noch wer was sagen? Ansonsten gucken wir uns das mal an. Komm, okay. Bitte, gib mir. Let's go. Es ist Eloy aus Horizon. Nein. Natürlich nicht. Aber es hätte sein können. Darf ich jetzt? Nein, du hattest schon... Erst beim dritten darf er wieder, oder? Ja, wir gucken uns mal an, wer das ist. Wer ist es? Alter, ihr. Das ist nein. Alter, wow. Ey, ihr. Selbst jetzt hätte ich noch gesagt, dass es jetzt die Auditore ist. Ja, ja, ich also auch so. Ja, ich wollte Minuspunkte farmen. Okay, also noch, ihr dürft jedes Mal bei einem neuen Bild wieder buzzern. Also ihr könnt an einem Bild minus 6 Punkte fahren. Das ist schön. Wir haben immer noch einen Punkt, glaube ich. Ja. Und die haben 0 zusammen. Nein, die spielen nicht zusammen, die spielen allein. Warte, ich spiele mit Asmo zusammen, oder? Nein. Asmo muss gar nicht mehr drücken bis zum Ende, glaube ich. Ich chill jetzt einfach ein bisschen. Ja, finde ich gut. Ich so. Okay, aber wisst ihr denn, wer das ist? Das sieht aus wie, der sieht aus wie Mario Kart irgendwie, wie so eine Skybox. Ja. Mhm. Der Schuh kommt mir ja extrem bekannt vor. Mir nicht. Hat die Schuhe in Mario Kart? Ich trau mich nicht. Vermutung. Ich probier's, damit ihr mit nicht davon ausgeht, dass ich mich auf meine Füße. Ey, da bin ich Erster, mach's falsch. Okay, okay, was sagst du? Es ist Sora. Oh. Das sind die Schuhe zu klein, oder? Was? Oh, es ist was? Sora. Ist wirklich Sora? Es ist Sora. Sind die so klein, die Schuhe? Ich dachte, die waren noch größer. Jetzt lehne ich mich zurück. Es ist das Sora-Bild, aber nicht aus Kingdom Hearts, sondern aus Smash. Aber es ist immer noch Sora. Man, ich dachte, dass er einfach immer die Bilder sofort zeigt und dass es nicht so klein anfängt. Deswegen dachte ich, es wäre viel einfacher dann, die zu raten. Oh Gott. Das aber stark, am Schuh erkannt, Angelo. Nicht schlecht. Vor allem hast du Kingdom Hearts gespielt oder Smash? Oder wie kamst du drauf? Also hauptsächlich Smash tatsächlich, aber bei Kingdom Hearts, ich habe anderen Leuten, ist eins der einzigen Let's Plays, die ich mir tatsächlich angeschaut habe in den letzten Jahren irgendwie und durch Kingdom Hearts tatsächlich. Hm.
Ja, aber nicht schlecht. Also bei der Kette dachte ich, dann wäre klar. So diese, ja. Diese Chain, da ist auch ein bisschen von dem Schlüssel noch mit drauf gewesen. Aber die Schuhe. Er hat aber auch einfach Schuhkurs 60. Also. Ich habe den Namen nicht mal gewusst. Das kann man selbst sagen. Ja, so nicht. Ja, aber dafür hat es ja weg. Oh, ja, dafür. Gott sei Dank. Okay. Nice. Du musst dir vielleicht ein bisschen aufpassen. Oder schnell sein. Denn wer ist das? Oh shit, ich weiß es. Okay, okay, das ist der. Das ist der Medic aus Team Fortress. Das was? Ist der. Wow. Nein, ist er nicht. Mann, was? Es ist Raze, oder? Please, sag, dass es Raze ist. Es ist Raze, oder? Jawohl. Ja, es ist Raze. Ich hab's nicht gesehen. Ich meine, darf ich ihm reinreden? Wir sind ein Team, aber irgendwie. Wer buzzert von euch, muss reden, ja. Ach, Mann. Das heißt, ihr kommt mit 0 hier raus? Ja, die haben 0. Ja, wir haben gerade 0. Ich spiele nicht mehr mit Vex zusammen, ja? Ich mach das jetzt hier allein. Wir haben einen Punkt. Ich bin gut, dass Vex dabei ist. Ja, ich hab einen. Okay. Und das ist aber auch wirklich convincing gesagt, dass ich recht habe. Ich dachte kurz, jawohl, wow. Medic aus. Der Medic hat doch keinen Namen? Ich glaube, der hat einen Namen, oder? Die heißen auch Scout und so, wenn die in anderen Spielen als Crossover drin sind. Ja. Ja, auch eine Brille und einen weißen Kittel. Ich dachte, Angelo drückt hier sofort. Deswegen, ich wollte sagen, da müsst ihr vielleicht schnell sein. Okay, aber jetzt habe ich was. Wir machen es nicht, aber da hätte ich vielleicht sogar gerne Doppelpunkte gegeben. Mal schauen. Jetzt haben wir hier einen schweren. Wer ist das? Okay, lacht jetzt, ja, aber das ist der aus Hunt Showdown auf dem Cover. Aber er hat einen Namen. Ja, aber wir hat brauchen einen Namen? Ja einen Namen. Wir brauchen einen Namen. Wer ist das? Der heißt der auf dem Cover. Der Main Character. Der Main Character ist das natürlich. Das ist der Weihnachtsmann, der so ein Ho-Ho-Ho macht. Das wäre witzig, weil er das wirklich ist. Den Namen kennt nicht mal die Entwickler selbst wahrscheinlich. Ja, weil er es wahrscheinlich nicht ist. Möchte jemand was sagen? Ansonsten gehen wir mal weiter. Nee. Meinst du, die kennen den alle? Vielleicht. Also, wenn man das Spiel, wo der Charakter rauskommt, gespielt hat. Und also, sag mal, normal gespielt hat, nicht nur eine Runde, dann kennt man auch den Namen. Er hat nur eine Runde gesagt. Wer ist das? Scrappig. Das ist Scrappig. Wer ist das denn? Der Boss aus Hunt Showdown. Oh mein Gott, oh, no. Der Boss aus Hunt? Ja, der dritte Boss, der vierte Boss. Oh nein. Es gab erst den, genau, es gab den Butcher, dann gab es die Spinne, also die beiden gab es von Anfang an. Dann kam der Assassin dazu. Und der neueste Boss ist Scrappy. Ich war mir sehr unsicher, bis ich dann seine Maske gesehen habe. Ich werde mich zurücklehnen, du musst aber jetzt Wasser und erstmal ein bisschen. Hattest du, wie als Vex gesagt haben, Hunt Showdown, hattest das sich in die Richtung auch schon gebracht? Hättest du gedrückt? Ja, hätte ich, aber ich war mir sehr unsicher, weil ich bin so ein bisschen weiter hinten, deswegen muss ich gerade auf Nummer sicher spielen. Ja, verstehe ich. Ja. Verstehe ich nicht. Ich wollte eigentlich den Butcher reinnehmen, aber es gibt keine guten Screenshots vom Butcher. Den kriegst du nicht. Glaube ich. Aber Scrappy, ja. Gut, hätte ich, also, ne, man muss Hand spielen, um den Namen zu kennen. So, Mein Problem war, das erste Foto dachte ich mir so, okay, irgendwoher kennst du das, aber ich kam nicht auf das Spiel. Ja, das Feuer und diese Atmo, so die Grafik kommt schon auf Hand. Ich glaube, das hat Vex ja auch gut erkannt. Aber ja, wer das ist es? Yeah, das Feuer ist rausgekommen. Okay. Okay. Puh. Aber wer ist. Bex. Das? Ich weiß nicht, wie der heißt. Okay. Tom fucking Nook. Ist das Tom fucking Nook? Oh mein Gott. Nicht schlecht, ey. Ich bin wegen der hellen Farbe nicht drauf gekommen. Ist das Animal Crossing? Das ist Animal Crossing. Aber Tom Nook kennt man aber auch so. Ja, der will dein Geld. Das ist aber strong, ey. Hier waren wir uns übrigens nicht einig gewesen, welches Bild wir als erstes zeigen. Die Ohren oder den Pulli. Es gab unterschiedliche Antworten beim Testen. Oh, es könnte ein Nippenschlag gewesen sein, deswegen, ja. Der alte Tom Nook. Okay, jetzt habe ich wieder einen Uniken für euch. Aha. Wer ist das? Angelo, einmal neu rein. Raus. Ja, einfach neu connecten. F5 vielleicht oder so. Außer er ist gerade aus dem Void. Nee, er ist noch da. Ja, wunderbar. Ich frage mich, ob das eine Schulter sein soll, ob das ein Gesicht ist.
Es muss die Schulter sein. Du solltest nicht raten. Ja, nee, ich hab nur Belangweilung. Okay, also Buzzer und das Spiel wieder sagen. Das ist der Medic auf Team Fortress, glaube ich. Also das erste Bild bringt euch nicht weiter. Aber wie sieht's denn mit dem zweiten aus? Wie Diablo aus? Was zur Hölle? Oh, das ist Final Fantasy. Ich will das nicht erraten, weil ich das falsch errate wahrscheinlich. Ist es nicht euer komisches Horrorspiel, was ihr mal gespielt habt da? Ihr habt das. Hä? Das ist doch. Wer ist schön das? Schulte. Das ist doch nicht. Das ist nicht. Ich bin mir Dead by Daylight? Sieht aus wie Darth Vader hier, so hier der andere. Weißt du? Ja, das ist auch dieser. Erstmal rot, jetzt ist halt so ein bisschen. Dann springen wir doch mal aufs letzte Bild. Ja, ich hab keine Ahnung. Ja. Dann weißt du langsam. Jason. Jason Voorhees. Das ist Jason. Also das erste Bild war die Vorbestellerversion von Jason aus Fallout der 13. Den hast du bekommen, wenn du Day One gespielt hast. Der brennt. Wow. Das ist so ein das ist richtig hype-tückisch. Die Bilder sind unabhängig? Wow. Ja. Aber das ist das erste Foto, ne? Aber das ist. Nee, Kingdom Hearts. Die Bilder waren. Die Bilder sind schon ein bisschen anders. Auf dem zweiten Bild hätte man einen Teil der Maske gesehen. Aber das war eine schwarze Maske, eine andere, oder? Die war schon weiß, aber es war halt sehr dunkel. Aber vielleicht gibt's das ein bisschen weg. Aber ich sag mal so, Jason war ein schwieriger Charakter reinzubekommen. Hätte ich euch im ersten Bild eine weiße Hockeymaske gezeigt, wäre das nicht sehr einfach. Also wäre das sehr einfach. So. Bex kämpft sich zurück, nice. Ja, ein Punkt at a time. Aber könnt ihr euch auch vorstellen, wer das ist? Ist das etwa das Auge von Claptrap? Nein. Das Borderlands oder so? Ist das der Reifen von Claptrap? Mann. Ja. Claptrap. Oh. Eine halbe Sekunde zu langsam. Oh Gott, ich hatte echt Angst gehabt, dazu gesagt, ist das Auge von Claptrap? Nein, so sieht Tracer nicht aus. Ja. Das am Auge direkt erkannt und am Grafikstil. Also ist es so die. Ich meine, das ist halt sehr schön. Ja, aber wir hatten ja auch GLaDOS so. GLaDOS war ja auch. Ja, auch so ein komisches Roboterauge. Ich hab's so mit Robotern. Mhm. Ja, das ist die. Vielleicht nicht. Der gute Claptrap. Mhm. Gehen wir doch jetzt mal. Wechseln wir das Genre? Ich weiß es nicht. Zu wem gehört denn diese Hand? Sekiro. Na? Nein! Oh. Wie aber heißt der denn? Er heißt Sekiro. Das ist richtig. Alter, ich hatte schon so nicht gesehen, diese Hand. Oh mein Gott. Alter, ey. Ich hab das so schlecht. Hör auf, ich hab mir Angst gemacht. Wie heißt der denn? Ich dachte schon, im Spiel nennen sie ihn auch noch Wolf, aber Sekiro ist sein Name. Der Wolf, ja. Oh Gott, oh Gott, ey. Ich habe gedacht, Altro von Viet, glaube ich. Und den Buzzer-Sound. Sekiro, gutes Spiel. Auch mal ja, ich liebe es. Auch mal Spiel des Jahres gewesen, glaube ich. War es tatsächlich, oder so? 2019. Erstmal wirklich gut. Könnte man nochmal replayen irgendwie. Ich habe es gespeedrun und nicht einen Run-Setting bekommen. Okay. Aber hast du vielleicht auch dieses Spiel gespeedrunnt? Wer ist das? Das klang so selbstsicher, als wenn wir jetzt alle gleichzeitig drücken. Das. Oh Mann. Ich hab das Gefühl, ich erkenne die Waffe. Ich hab eine Vermutung. Der Laser ist halt richtig. Kommt der Laser von der Waffe? Der ist doch im Hintergrund, oder? Der ist im Hintergrund, ja. Muss passen. Ich weiß, ich habe auch gar keine Ahnung. Keine Ahnung. Hinweis. Aber wollt ihr das zweite Bild sehen? Ja, gerne. Wer ist das? Ich weiß natürlich von welchem Spiel, aber. Das ist der Nemesis aus Resident Evil 3. Das ist der Nemesis. Oh, stimmt. Wow. Das war so eine Bazooka. Oh. Ja. Das war doch nicht das Spiel, was ich dachte. Das wäre Call of Duty. Ja, ich habe auch an Call of Duty gedacht. Das Ding ist, du kannst dir so vorstellen, dass die Waffe zu ihm gehört und dass du schon mal gesehen hast, aber du weißt nicht, wie der Rest aussehen soll im Kopf. Ja. Ja, gut, du kommst nicht zurück. Dieses Tape da, dieses Caution Tape oder so. Ja, das ist schon. Ja, Nemesis. Aber der sieht so nicht in-game aus. Das ist ein Skin.
Das ist Nemesis aus Dead by Daylight. Oh, oh, wow. Ich wollte gerade sagen, das mit Caution Tape ist aber ganz schön. Ja, das ist der Nemesis. Oh, wow, ey. Okay. machst du das bei LOL-Charakteren auch? Alle verschiedenen Skins? Oh, hat halt leider schon das Quiz. Ne? Es gibt ja ein paar Fallen. Aber wen haben wir hier? Ich kenne das Spiel. Ist das Avatar? Ist das Fortnite? Wer ist das? Alle Spiele durch. Das sieht aus wie ein wasserbändiger Fuß. Sagt. Nein, tu es nicht. Ist das ein Fortnite-Skin? Ja, Fortnite, aber man sieht ja schon. Sieht aus wie Genshin oder so. Oh, das könnte ein Genshin-Charakter sein. Ja, so sieht's halt aus. Also der Hintergrund ist doch dieser Tempel da. Wer ist das? Okay. Ich probier's. Also, der Grafikstil erinnert extrem an Genshin, Tower Fantasy. Und das. Ich würde sagen, wenn wir uns die Fußpartien angucken, es wirkt extrem nach Aloy. Mhm, und da es Aloy ja auch in Genshin gibt, sag ich, dass es Genshin aus. Das ist Aloy aus Genshin Impact. Ist das etwa ein Bait gewesen? Und haben wir hier Aloy? Das ist Genshin. Aloy aus Genshin Impact, ja. Ich weiß nicht, was sie gibt. Was? Ja, das Bild vor uns sah auch so aus wie das, deswegen habe ich Aloy gesagt. Aber er ist selbstverständlich. In Fortnite, ne? Ja. Verdammt, ey. Ja. Ich wusste, dass ihr alle Aloy kennt. Ich wollte einen Genshin-Charakter drin haben, aber ich wusste nicht wen. Und dann fand ich, das war ein gutes Crossover. Mhm. Nicht schlecht. Aber wen haben wir hier? Oh nein, jetzt setzt mir auch ein. Wer ist es, Wirt? Oh fuck. Oh fuck. Ja. Ich hätte gerne eine Antwort in 3. 1. Mercy. Mercy? Das ist Mercy! Nein! Leider nicht. Ich will raten, und es könnte komplett falsch sein, aber ich sag Professor Eich. Ist das Professor Eich? Ja, es ist Professor Eich. Ist das Professor Eich? Es ist Professor Eich, oh Gott. Ich dachte auch Pokémon-Spiel, aber ich wusste nicht welches. Ich dachte, das ist das Neueste vielleicht. Das ist ja nicht Professor Eich beim Zeus da. Nee, das ist hier Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli. Da gibt's ja 100. Ja, in jede Generation hat einen eigenen Professor. Ach, wirklich? Die alle wie ein Baum heißen. Eich für Eiche. Ah, Respekt. Nice. Ich kann nur Mr. Oldschool. Danke. Ich habe ein bisschen Zeit bekommen durch wir. Ich dachte, der hätte zu viel Pixel für dich. Was? Er ist egal. Ja, Professor Eich. Ja. Ich habe gehofft, einer sagt Phoenix Wright oder so, weil die Grafik Phoenix so passt. Ja, wegen am Anfang so. Aber könnt ihr euch ja vorstellen. Aber er hat ja schwarze Haare, Phoenix Wright. Wer das ist? Oh, Caustic aus Apex. Ist das etwa Caustic aus Apex? Das war doch ein Fass von ihm. Ja, das stimmt. Ja, das war ein Fass von ihm. Geil. Ich wusste es, aber ich wusste nicht, wie er heißt. Diese Millisekunde ist mir gerade eingefallen, als du gebastelt hast, ey. Oh. Das war doch ein Fass von ihm. So. Dann 13 Punkte Angelo, 4 Punkte Dadosh und Fakes und 4 Punkte Wirt. Hey! Aber Wirt hat auch schon wilde an. Wie kamst du eigentlich auf Mercy bei der Frisur? die Haarfarbe tatsächlich. Die hat doch auch Haarausfall, Mercy. Ja, ganz viel. Ja, Mercy, nicht schlecht. One Call halt, ja. Aber vielleicht weißt du ja, wer das ist. Ist das ein Spoiler? Oh fuck, ey, ich hab den Namen vergessen. Elden Ring Tante. Oh Gott. Ist das Elden Ring Tante? So. Ist es nicht richtig? Ist es Malenia? Wie? Malenia. Ich hab das Spiel noch nicht durchgespielt. Also das ist nicht richtig. Ist das auch falsch? Oh, nice. Oh, was? Du warst so gut wieder dabei. Mann, nur weil Wirt das macht, muss ich... Moment, stopp. Ich muss eine Sache überprüfen. Wir müssen eine Sache checken. Oh, und zwar Deutsch-Englisch. Oh. Nice. Es ist der Charakter vielleicht, aber nicht der Name. Also, mein Chat sagt, es ist richtig.
Ja, so sieht sie nicht aus, Leute. Spoiler für mich, nehme ich gerne kaum. Ich hatte sie als Melinia abgespeichert. Aber wenn Englisch Malenia Blade of Mikael ist, dann ist es ja... Gut, Rex, ich hab nicht gesagt, weil dann kriegt er plus 3, ja. Oh, also immer noch Minus, drei, aber ja. Alter. Dann war es meine Schuld, Chat. Okay, dann ist es mein Fehler gewesen. Melina ist ein anderer Char, dann haben wir das beim Raussuchen falsch gemacht. Dann hat es aber Vex richtig, weil das ist der Char natürlich, den ich meinte. Mega. Krass, nice. Der wird doch mal knapp, hör mal, ey. Ja. Ich meine, du hast 13 Punkte, ich weiß nicht, wie knapp das wird. Naja, wir sehen es. Aber ich meinte, Chat, ich meinte natürlich den Char, den Vex gesagt hat, oder? War ja mit Asmo im Twin, ne? Danke. Bei mir wird gesagt, hatte Wirt es nicht schon vorher dann? Nein, Elden Ring Tante war nicht ihr Spitzname. Also nennt man die doch. Ich hatte Varenia gesagt, aber das war weit weg. Also im Elmering-Tante konnte ich nicht durchgehen. War auch ein Zug von dir, dass sie die einfach so nennen im Game. Ich wette, irgendwo in der Textdatei, da steht sie so. Ja, bestimmt. Wenn die im Quellcode so heißt. Ja. Nicht schlecht. Jetzt haben wir mal wieder einen, den ihr wahrscheinlich alle kennt. Wer ist das? Ah. Gangplank. Ist das Gangplank? Stimmt. Was hat der für ein Ei? Das ist seine W. Ja, das ist seine Zitrone da. Das ist Gangplank. Du bist der neue Spieler dadurch. Ja, aber erst seit einer Woche oder so. Jetzt relax, Alter. Okay, Ausreden hier. Ausreden, Junge. Oh Mann. Kam gerade gar nicht so schnell drauf. Gut, aber ey, ich hätte nicht überlegen, wer das ist. Alles ist und dann gibt's ja nicht so viele. Ja. Wer ist die Zitrone als sein W oder sowas? Der boostet das irgendwie so. Oder irgendwie, keine und hier Ahnung, auf dem Bild macht er sie auch kaputt. Vielleicht in die Augen so. Naja. Ich direkt wieder Bock auf LOL. Für eine Runde dann. Ja. Reicht ja dann auch. Ja, genau. Wen haben wir hier? Halt auch, oder? Ist wieder ein anderer Skin, weißt du? Ich habe das Gefühl, das ist ein LOL-Charakter wieder. Ich probier's einfach, auch wenn ich wahrscheinlich falsch liege. Ich sage, das ist Moira aus Overwatch. Ist das Moira aus Overwatch? Kann schon Mercy. Leider nein. Ist das vielleicht ein... So Omen oder so? Nee, ne? Hey, versuch mal an Valorant zu denken. Ist das vielleicht ein Valorant-Charakter? Ich hab doch gerade Omen gesagt, hey. Ach so, was? Wir wechseln auf zwei Punkte. Oder will noch wer buzzern? Andere 3, Skin. 2, 1. Ja, es ist nicht Omen. Es ist Sylvanas. Ist sie aus WoW? Punkt, wieder zurückbekommen, ey. Ja. Ja, aus WoW. Warcraft, ja. Da bin ich raus. Nie gespielt. In der Zeit habe ich mit Girls gechillt. Ja, ich auch. Genau. Im Kindergarten oder was? Das Spiel ist vor 30 Jahren rausgekommen. Ja, das gibt's immer noch. Das wird immer noch gespielt. Ja, klar. Ja, nicht schlecht. Wenigstens nur ein Minuspunkt dadurch. Ja. Ein bisschen gerettet. Dachte ich auch, da drückt ihr alle. Bei dem Charakter jetzt hätte ich gern den ganzen Namen. Oh Gott. Okay. Wer ist das? Das ist Geralt von Riva. Das ist natürlich nicht Geralt von Riva. Nein, was? Der hat doch nicht einen blauen Mann an. Natürlich hat er einen blauen Mann an. Hast du so einen Skin von dir gehabt, oder was? Der hat so einen grauen Mantel. Scheiße, ich versuch's. Das ist bestimmt, erstens ist das bestimmt Ezio Auditore, bla 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 von bla bla bla. Der hat auch mehrere Namen. Schauen wir doch uns mal das zweite Bild an. Ich hab nur einen Vornamen. Ich hab nur einen Vornamen! Komm! Ich weiß das Spiel. Ich hab's schon gedacht. Wer ist es? Ich werde nicht buzzern. Ich kann nur den Namen. Ja, viel Spaß beim Raten. Es ist diesmal nicht Chainsaw Man. Nee, ist es nicht. Ich kenne das. Die Serie war auch sehr gut. Ja. Aber wie heißt er denn? Hat der einen Namen gehabt, außer... Natürlich, den kennt man eigentlich auch, aber die meisten Leute kennen nur den Vornamen aufgrund aller möglichen Spiele und Serien. Das ist so... Wechselst du das Spiel? Das ist Rocco.
Ich kenne den Namen nicht, ich habe keine Ahnung. Den Namen auch nicht. Gucken wir doch noch mal ein Bild weiter. Na, wer ist das? Oh nein. Da kennt mich Ash. Wer ist es? Warte. er heißt Ash mit Vorname. Ich dachte, was der Evil. Der heißt leider nicht Ash Evil. Verdammt. Vor allem, wieso drückst du und sagst so? Weil ich am Ende. Einfach aus Not. Keine Ahnung, Mann. Der Name. Der Nachname von Ash. Ist Williams. Oh. Ash Williams. Ja, James Williams. Das hätte können, Vex. Ich dachte, das wäre das Spiel The Search die ganze Zeit. The Search. The Search. Oh, weil Gott, da kann man sich ja solche Waffen an die Hand machen. Gerade so, auch jetzt nochmal, wo das Spiel so mal aktuell war, also Ash vs. Evil Dead kam ja nochmal dieses neue Game raus. Jetzt seit ein paar Tagen ist er, glaube ich, auch in Fortnite drin. Da hat man vielleicht den Namen schon jetzt des Öfteren mal gehört wieder. Williams. Nope. Werde ich auf jeden Fall nicht vergessen, den Namen jetzt. Nee, ich auch nicht mehr. Den werde ich mit minus 6 Punkten verbinden. Wen haben wir hier? Diese toten Augen. Ich hab das Gefühl, das ist so ein kleines Viech, das mit dir irgendwie rumfliegt oder sowas in der Art. Meinst du Kirby? Nee, nicht Kirby. Das sieht aus, ich glaube, das sieht aus wie ein legendäres Pokémon. Aber es ist keins. Ich habe auch eine Vermutung, aber es ist mir zu riskant gerade, um ehrlich zu sein. Das ist ein Mario-Spiel, oder? Hilft euch denn... Oder ist es sowas wie Appa vielleicht? Hilft Appa. Euch denn vielleicht das zweite Bild? Nee. Bowser Jr. Oh mein Gott. Das ist Bowser Jr. Und am Anfang, Bowser Jr. ist am Anfang immer aufgetreten in seinem Fluggerät. Das, was in allen Spielen auch drin ist. Das ist dieser Einsitzer mit dem Propeller drunter. Da fliegt er. Ist Sunshine aufgetreten zum ersten Mal? Da hat er doch die Maske aufgehabt, die du ihm gezeigt hast. Ja, auch das. Ja, aber man kennt ihn mit diesem Fluggerät. Das ist auch sein Auto in Mario Kart, also sein Named-Wagen und so weiter. Das ist dieser. Das heißt auch in dem Mario World, glaube ich, da sitzt Bowser aber, glaube ich, da drin. Genau, das ist Bowser. Ja, schon. Ja, genau. Das ist Bowser Jr. Das war sein Fluggerät. Das war Schlagleistung. Bin da raus, ey. Krass. Ich habe das auch gar nicht gepeilt. Nee. Ja, Bowser nutzt das in der SNES-Version. Aber die Schärpe oder sein Schlabberlatz hat es dann gemacht, ja? Ja, genau. Oh, ja. So, mal was ganz anderes. Wer trägt diese schöne Kette? Trevor. Ja, der hat Nachnamen. Vorher nicht gesagt. Ich hab davor nicht gesagt. Ich wusste den Nachnamen auch nicht, deswegen hab ich nicht gesagt. Philips. Oh Mann, Trevor. Hier steht auch nur Trevor. Den Nachnamen konnte er sich nicht leisten. Das war auch so ein Ding. Zeigen wir zuerst das Hals-Tattoo oder die Frisur? Beides direkt. Ich dachte, dass das Tattoo gar nicht so viele kennen. Also ich kenne es auch nicht. Also die Grafik und das hat man. Also ich habe es gesehen, vor allem, ich habe die letzten Tage scheiß Mods installiert und so. Das ist einfach die Augen zeigen sollen, das Gesicht und einfach alles. Mit dem GTA-Logo. Ja, ich sag dir. Oder sein Schnauze, da gibt es auch so eine Version von. Oh, stimmt. Ja. So, wir nähern uns langsam den letzten Bildern, aber da ist noch fast alles drin, wenn man die Minuspunkte von Vex nicht mitzieht. Ja. Sieht das eigentlich ganz gut aus. Oh Gott. Kommt ihr denn drauf, wer das ist? Captain Price. Wer? Captain Price. Das ist nicht Captain. Echt? Oha, ich hätte es aber auch gesagt. Das ist doch die britische Flagge da. Ja. Nicht, aber Spiel auf jeden Fall. Nicht schlecht. Noch nicht machen. Ist das Rainbow? Battlefield Game oder so? Es ist Rainbow. Oh. Warte. Nein! Wer ist es? Der Jäger. Six. Jäger. Das ist Jäger. Jäger würde die deutsche Flagge an seinem Arm tragen. Deswegen, das ist leider falsch. Mann, du machst das doch extra. Es ist Slash. Ist das etwas Slash? Jäger! Das ist der
einer, der so einen Skin hat. Okay, ja, aber die Flagge, da war doch die Flagge. Ja, aber so. Wir wollen. Ja, keine Ahnung. Ich hätte nicht gedacht, dass du doch alleine mithalten könntest. Aber ich dachte, Max. Ich auch nicht. Ich dachte, Max an deiner Seite. Du hast die Ruhe weg. Ja. Wo ist denn dein 60 zu 3 Score weg? Ja, da werden nur Screenshots gezeigt. Nee. eine gute Antwort, ja. Hätte so keiner gesagt. Aber könnt ihr euch vorstellen, wer das Nein. ist? Sieht ungesund aus, die Hautfarbe. Ich möchte hier den genauen Namen, also das heißt nicht Vor- und Nachname, werdet ihr später checken, sondern den richtigen Namen. Das ist die Frage, wie viele Spiele so Zombie-Haut haben? Keiner eine Ahnung. Auch dieses mexikanische Designer. Wir wechseln einfach mal auf das mexikanisch. Zweite Bild. Ich hab keine Ahnung. Oh Gott, ich weiß den Namen, aber auf. Wer ist das? Das ist Ganondorf. Ganondorf ist genau das, was ich hören wollte. Okay. Hättest du Ganon. Aber was sollst du für einen genauen Namen haben? Das hätte er Ganon gesagt, wäre es falsch gewesen. Ach so. Weil Ganon ist ja seine bestialische Form. Also sein. Genau. Das, genau, ja. Und ich wollte seine menschliche Form. Was ist das erste Bild? Wer ist das? Der Bösewicht aus Zelda. Ach so. Das ist der Bowser von Link. Noch nie gehört. Aber die Hand sah so nicht Ganondorf-mäßig aus. Aus Smash. Aus Smash? Oh. Okay. Wahrscheinlich Melee, oder? Das war. Hallo, hast du schon mal ein HD-Bild von der Switch gesehen? Das kann auch das Aktuelle sein. Das kann... Okay. Komm mal, zweistellig will ich werden. Ja, ich will eine Null haben. Oh. Ich freue mich. Wer ist das? Kompass von Kompasson. Kompass von Kompasson. Ich glaube, das ist richtig. Sollte hast du das gesehen? Keine Ahnung. Nicht einfach. Ich kann nicht mal das Spiel einschätzen. Hatten wir das Spiel schon heute? Jein. Jein? Eigentlich nicht. Okay, dann... Machen wir das nächste Bild. Ist das irgendwie... Ich hab das Gefühl, es ist Freddy aus DBD oder sowas. Wer? Mit einer Uhr? Mit einem Kompass? Ist das? Oh, Moment. Das sieht brutal aus. Der Killer soll das sein. Es ist DBD, oder? Hätte ich jetzt auch geschätzt. So aus. Aber ich kenne die ganzen Killer ja alle nicht. Ich kenne niemanden mit einem Messer. So eine Seite. Ich will noch nicht wechseln, bitte. Ja, okay. Ich gebe euch noch ein bisschen Zeit. Budget Wolverine? Ein bisschen cooler, würde ich sagen. Darf man dir eine Frage stellen dazu? Weil, kriegen ja alle die Antwort, was willst du wissen? Vielleicht sage ich was, vielleicht nicht. Bewegt sich die Person dahinter oft am Boden, in der Hocke? Ja, das ist ein bisschen zu viel irgendwo. Ist das Spiel von Behavior? Also das Spiel habt ihr erraten, das gebe ich euch. Es ist Dead by Daylight und wir hatten es vorher noch nicht, außer wenn man Nemesis nimmt. Den es ja auch in Dead by Daylight gibt. Okay. Oh. Ja, mach mal. Dann nicht. Hätte ich jetzt gerne. Oh. Wow. Wer okay. ist es? Das muss dann Wesker sein. Wie heißt das? Das ist nicht Wesker. Warum ist das nicht Wesker? Hat Wesker nicht. Ach, ohne Nachnamen? Nein, das ist also komplett falsch. Ach so. Jetzt bin ich wieder bei Null. Wer ist das? Oh mein Gott. Victor. Nein, das also, kann. Wer ist das? Sie heißt Amanda. Sie heißt Amanda. Das gebe ich dir. Oh, das ist auch Saw 3. Ja, war das Foto aus Saw 1? Das mit dem Arm? Das war das aus genau. DBD. Die ganzen Bilder waren aus DBD. Also auch das ist der Trailer aus Dead by Daylight. Ah, okay. Damit, weil Saw. Es gibt ein Saw-Spiel für die Xbox, aber da weiß ich gar nicht, ob Amanda dabei ist. Glaube nicht. Deswegen, das Game ist Dead by Daylight. Wir sind ja immer noch im Gaming-Quiz und deswegen DBD. ja, also sie hätte sogar einen Nachnamen.
Ja, das stimmt, also weil es gerade bei mir im Chat steht. Aber das wollte ich hier nicht wissen, weil Ash okay. Williams kennt man, Amanda Young, weiß ich nicht, ob man ob ihr das gewusst hättet. Amanda Pick. Ja, Pick hätte, ich weiß nicht, Pick hätte ich nicht durchgehen lassen. The Pick okay. ist ihr Name in DBD. Also yeah. da ist sie The Pick. Okay. Was hatte Vex für einen Killer vorgeschlagen? Wesker. Ja, er hat gesagt, Resident Evil, sowas in der Art, hab ich den Vibe bekommen. Aber Wesker trägt zumindest noch ein Messer in der Hand. Na, ja, okay. Das ist ja. Nemesis. Und dann dachte ich so, oh, ja, hatten wir das Spiel sein. Schon mal. Wir das Spiel so, schon mal hatten. Ja, da habe ich Jein gesagt. So, Nemesis gibt's auch in DVD. So, wir haben noch 3 Stück. Capex wird bezahlt für niemanden. Ja, ja, noch 3 Stück. Dalu, kannst du gucken bei dir im Chat, ob Vex Channel Points auf Lose gesetzt hat? Weißt du, wie ich das anhören darf, dass ich minus 9 Punkte habe bis jetzt? Ja, da sind, wir haben noch 3. Da kannst du mir ja sagen, wer ist das? Das ist doch Fortnite, oder? Aber welcher Fortnite-Charakter? Ist das für dich Fortnite oder ist das Team Fortress 2? Also ich würde Team Fortress. Okay? Ja, Team Fortress 2 ist bestimmt ein guter Call. Das ist aber Fortnite. Aufgrund der Textur würde ich nicht sagen, dass es Team Fortress ist. Ja, das ist schon so. Die aber können keine Jeans-Konturen machen. Achso, okay. Aber ich kenne die Charaktere auch von. Ja, I don't know. Wie heißt denn der Standard? Ach nee, das ist der Scout-Skin für Fortnite. Hat der blonde Dave. Dude mal so blaue Hosen an? Wie also, heißt könnte sein. Wait. Ich weiß nicht, ob das nächste Bild bei jedem von euch lädt, aber. Wer ist das? You see me. Can touch me? You see me? Keine Ahnung. Ist das ein Hinweis oder ist das eine Ablenkung? Das ist eigentlich die Antwort. Der ist ein Schwert drin, oder was? Yolandi oder Ninja? Was steht denn da? Vex, wer ist es denn? Er sagt jetzt Yolandi oder Ninja. Ich wollte Ninja. Das ist nicht Ninja. Ich meinte damit aber auch die Musikgruppe, die Antwort. Das wäre Yolandi oder Ninja, aber gut. Ich dachte, das wäre cool, wenn ich zweitstellig verwechsel. Moment, was habt ihr auf der PickX da gelesen? Was steht da? You see me. Oh nein! Du darfst nicht nochmal. Du darfst erst mal. Ich darf. Es ist John Cena. Es ist John Cena. Oh Gott. Oh Gott. Ich hab mich selbst geplayt. You can see me ist ja sein Slogan. Ich voll auf dem Schlauch, ey. Ich trinke eigentlich schon die ganze Zeit Wodka, deswegen einfach. Das ist ein richtig geiles Meme gewesen, wo der Fortnite-Twitter-Account nicht wusste, was die Replies sollten. Die haben einen John Cena-Trailer gemacht und in den Kommentaren stand 1000-mal drunter, dass sie den Skin nicht sehen. Also sie sehen, weil das ist ein John Cena. Das ist so ein John Cena-Meme. So, welcher Charakter ist das? Ich sehe nichts. Und so. Deswegen das auch hast du gesagt, ob das bei uns lädt, ja. Okay. Meta-Plays. Das ist ein richtig geiles Meme. Dieser Twitter-Account war so voll überfordert, warum die Leute alle geschrieben haben, der ist unsichtbar und so. Ich mache F5. Ja. Ne? So, alle haben drunter geschrieben, dass der Skin pay to win ist, weil man unsichtbar ist. das ist sehr schön, sehr schön. Zwei haben wir noch. Zwei noch, ja. Wer? Knapp. Könnte das sein? Oh Gott. Ist das ein Mickey Mouse Game oder sowas? Oder wieso Harvest Moon vielleicht? Ich hab keine Ahnung. Wer ist das, Angelo? Es ist ein. Es muss, auch wenn. Also ich kann es nur anhand der Optik festmachen, aber mir sagt das, was ich da sehe, rein gar nichts. Ich muss an Cuphead denken. Same. Es ist. Leider nicht Cuphead. Oh. Ich könnte was raten. Soll ich einfach raten? Also, ich kenne nur einen mit dem Strohhut. Ja. Oh. Oh nein, die Lache, ich darf es jetzt gar nicht sagen. Aber du willst. Aber der Stroh, das kann gar nicht sein, weil das ist rot und. Monkey D. Ruffy. Es ist. Nicht Monkey D. Ruffy. Ja. Oh, Monkey D. Ruffy. Ja, okay. Ja, ich habe danach mal überlegt. Habe ich einen Fehler gemacht? Das müssen wir noch. Da ist so ein rotes Ding. Wieder ein Fehler vielleicht? Achso. Ich glaube, so war es. Aber ich bin mir nicht sicher. Kann einer aus dem Chat sagen, ob Wirt 8 oder 7 Punkte hatte? Weil bei mir ist das Scoreboard untereinander und wenn ich einen Minuspunkte gebe und er unterbietet einen, dann geht er nämlich hoch.
Ich glaube, mir wurde übrigens so ein Punkt nicht angerechnet. Okay, danke. Danke, danke, danke. Ich glaube, ich müsste minus 10 Punkte haben und nicht minus 11. Nee, das glaube ich nicht. Achso, okay. Also, ihr kommt nicht drauf, ne? Nee, nee. Das ist auch nicht einfach. Warte. Ja? Das könnte ist das Katze eine Nadel sein. Das könnte Katze sein unter dem Hut. Ist das eine Nadel? Ist das? Ja, Nadel? Aber was denkt ihr denn? Ist das? Wer ist denn das? What? Warte, ich Mama Sita, das ist Shinshan! Ja, okay, ist ja jetzt auch gewusst. Aus welchem Game? Aus dem neuen Shinshan-Spiel für die Switch und das sieht wirklich gut aus. Echt? Das sieht wirklich. Es gibt ein Shinshan-Spiel, das ist unglaublich schön. Krass. Ich bin so ein Depp, Alter. Wechsel du bist einmal rausgeflogen. Ja, schon dabei. Und es war eine Angel und der hatte seinen normalen Schulhut auf, also seinen Strohhut. Ja, das ist ein bisschen. Ich dachte schon, Gamble, so. Ich kenne ja die Mobile Games nicht, aber. RIP. Wow. So, wir haben jetzt hier Angelo auf 13, Wirt auf 10. Da hat er schon Wechsel auf minus 5. Okay, muss all in gehen. Es gibt jetzt noch einen Char. Und ich habe mir den bis zum Ende aufgehoben. Und ich glaube, es ist mit der schwerste. Und trotzdem glaube ich, jeder von euch hat ihn schon mal gesehen. Gesehen? Ja, gut. Dann kenne ich seinen Namen nicht. Wer ist das? Oh, okay, ich weiß, wer es ist, aber ich weiß, der ist aus. Ja, ich kann es nicht verraten, Dadosch. Ich weiß es, aber ich habe den Namen vergessen. Ja, niemand kennt den Namen wahrscheinlich. Ja, exakt das. Ja, okay, die Grafik kann man direkt bekommen. Ich weiß auch, wer es ist. Also, ich weiß nicht seinen Namen, aber ich weiß, wer es ist. Der Erzähler, ne? Genau. Ich gebe dir jetzt circa 30 Sekunden, Wirt, weil für dich ist ja ausschlaggebend. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Zeig uns doch noch ein Foto. Hast du die Apple oder so? Machen wir gleich. Also ich weiß, was sein Titel ist, aber es ist nicht sein Name. Also ich kann den Titel sagen, also das, wie er heißt. Ich sag der Erzähler. Oh Gott! Ich hätte. Es ist richtig. Nein. Warte, lass mich für ihn antworten. Ich sag, also das, was er sagen wollte, ist der Kurator, oder nicht? Es ist namentlich. Wow, krass. Der heißt wirklich so? Der Kurator. Er heißt wirklich der Kurator? Das ist der Name, den ich hier hören wollte. Es ist einfach nur der Kurator. Wir haben darauf nichts gewonnen. Mann! Ey, Vex, fairerweise muss ich sagen, ich hätte auch der Erzähler gesagt. Ja. Das wäre mir nicht eingefallen. Okay, ich kannte ihn nur so. Das zweite Bild, ich weiß gar nicht, kann ich zurückgehen? Man, hier, wo er noch zu der Tipp. Ja, ein bisschen. Ja, stehe ja nicht ganz drauf. Aber ja, der Kurator. Dark Pictures. Das war auch spicy kurz. Heftig. Das ist ja so ein Bait gewesen von wegen. Aber okay, ich dachte, ich hätte nicht gedacht, also, dass man sofort auf der Kurator kommt. Ich glaube, viele kennen das Spiel, haben sich den Namen so gar nicht so gemerkt. So. Mhm. Aber ja, der Kurator. Dark Pictures ist das Spiel, glaube ich. Ja, genau. Dark Pictures, Man of Medan, Little Hope und wie ist das letzte? Das haben wir immer noch nicht gespielt. Hast du das nee. Aber wie hieß denn das nochmal? Little Hope und dann noch danach kam Ashes. Und jetzt House of Ashes, genau. Und jetzt kommt ja, und nächsten Monat kommt ja dieses Evil Within oder sowas. Ich weiß nicht, wie es heißt. Oh. Und das ist ja so in einem Saw-Setting. Das wird, glaube ich, ziemlich geil. Cool. Also, ich glaube, das wird ziemlich gut. Wir haben zu viel geskippt dadurch. Ja, ich weiß. Da war ich ja auch irgendwie nicht da. Und jetzt fängt die zweite Runde an mit nochmal 31. Wenn wir jetzt mal kurz auf das Scoreboard schauen. Ja, Angelo, erstmal herzlichen Glückwunsch. 13 Punkte. Ja. Nice, weil danke. Gut gespielt. Danke. Aber auch wird knapp dahinter. Eine Frage theoretisch mit 10 Punkten. Ja, nicht schlecht. Dadurch hätte ich nicht gedacht. Ich auch nicht. Hätte ich nicht gedacht. Ich auch nicht. Vex! Hätte ich auch nicht gedacht. Ja, stellt sich heraus, dass das Quiz war sehr viel schwerer, als ich dachte. Gute Arbeit, dass du auf so Details reinzoomst und sowas. Ich war voll überfordert, als das plötzlich kam. Das Quiz ist nice, das ist geil. Hat mega viel Spaß gemacht. Ja, das freut mich. War auch erstmal so ein Test. Wie gesagt, war auch gar nicht so einfach, so die Charts alle rauszufinden. Ich dachte erst, das wird einfacher. Und viele Charakter haben nicht so geile Details, du hättest halt immer so auf die Schuhe oder die Handschuhe, aber die waren alle, sind halt meistens nicht irgendwie unique oder so, also es hat schon ein bisschen gedauert. Und vor allem auch Charakter zu nehmen, die eigentlich jeder kennt. Habt ihr irgendeinen nicht erraten? Ash Williams, ihr wusstet, dass es Ash ist. Ja. Aber war irgendwas dabei, was keiner kannte? Nee, ihr habt eh alle erraten. Also gut, am Ende wusste man sie alle. Aber ja, ich ja zum Beispiel nicht, also da war ich ja wirklich außen vor, ich kannte einige wirklich gar nicht, so von den Charakteren, aber das war ja klar von vornherein.
Deswegen habe ich ja eigentlich mit Vex zusammengespielt. Aber stimmt, eine Sache gibt es noch. Eigentlich hätte Dadosch 12 Punkte und Vex minus 17. Warum minus 17? Nee, gar nicht. Vex hätte. Doch, Dadosch hätte 12. Weil am Anfang, das erste Bild, hat Dadosch für Vex gebuzzert. Ja. Das müssen wir mal noch. Das stimmt, ja. Stimmt, ja, what the heck, also, ultra knapp gewesen dann. Ja, ultra knapp. Also erstmal vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Ja. Und wenn wir das nochmal wiederholen, wähle ich mich nochmal weg. Ich weiß nicht, es ist noch einfacher. Okay, Videogames, ja, und Screenshots ist alles drauf. Charakter kann ich gar nicht scheinbar. Gut. Ich halte das mal im Hinterkopf weg. Ich finde es bestimmt auch... Zwei Only der Medic. Der Jäger. Der Medic. Ja, das war schon wirklich gute Antwort, ja. Ja, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Vielen, vielen Dank nochmal, dass ihr mitgemacht habt. Danke fürs Einladen. Danke. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Ciao.